Hallo ihr Lieben, wir sind heute mal wieder unterwegs. Lang gab es keinen Vlog mehr aus dem Auto. Heute ist es soweit. Ja, wie eben schon erwähnt, gibt es heute mal wieder einen Autovlog. Wir sind unterwegs. Und zwar haben wir heute Black Friday, da ist Matze. Ganz konzentriert am Fahren. Ja, und ich. Wir wollen jetzt mal nach Montabaur fahren, ins Fock Factory Outlet Center. Mal gucken, wie es da so ist an einem Black Friday. Starbucks hat dort neu eröffnet. Vielleicht trinken wir auch mal einen Kaffee. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Wie ich es hinbekomme und wie unsere Lust halt eben auch ist. Heute Morgen war ich schon beim Zahnarzt. Aus dem Grund ist mein Tag jetzt so ein bisschen bescheiden. Aber kann hier doch noch schön werden, würde ich sagen. Ja, heute nehme ich mir komplett frei. Das heißt, heute mache ich mal gar nichts, außer den Tag genießen. Muss auch manchmal sein, denke ich. Ja. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, was das Fock so zu bieten hat. Wir waren vor ein paar Wochen schon mal da und das war dann das erste Mal, wo ich richtig im Fock drin war. Und ich war irgendwie echt begeistert, weil früher kannte ich das so nur vom Lörcenter in Koblenz. So. Und das Lörcenter ist aber ein ganz großes Gebäude, wo halt eben alles drin ist. Und in Montabaur ist es so, dass es sind mehrere Gebäude in einem Gebäudekomplex. Kann man das so sagen? Es ist wie so ein Park halt eben. Es ist aber schön da und jetzt ist auch noch schön weihnachtlich geschmückt. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir haben übrigens auch schon dekoriert, weil am Sonntag ist ja der erste Advent. Und bei uns ist am ersten Advent so, dass wir schon alles fertig haben. Da steht der Baum schon, da haben wir schon schön geschmückt, weil wir eben auch was davon haben wollen. Also es ist bei uns nicht so, dass ein Tag vor Weihnachten oder an Weihnachten der Baum steht und nach Weihnachten direkt wieder rauskommt. Nein, nein, wir wollen das richtig schön genießen und die Lichter und ja, das Ambiente halt eben. Und jo, darum machen wir das auch immer so schön früh. Heute scheint die Sonne und aus dem Grund ist das mit dem Black Friday und dem Fock heute sehr passend, finde ich. Bei miesem Wetter wäre ich, glaube ich, nicht gefahren. Oder? Ja. Ach, schau. Ich guck mal. Vielleicht kann ich sogar auch ein bisschen was aus dem Fock filmen. Ich weiß es nicht. Ich versuche es einfach mal. Und dann zeige ich euch, wie es aussieht und was da so los ist. Und überhaupt. In Montabaur ist jetzt auch bald Weihnachtsmarkt. Aber der Weihnachtsmarkt ist leider nicht mehr so, wie es mal war. Da werden wir wohl nicht hinfahren, aber ja, mal gucken, was sich alles so ergibt, würde ich sagen. Jetzt fahren wir einfach mal und ich sage dann mal bis gleich. Und wir stehen jetzt im Stau, aber nicht lang, weil da vorne ist gleich unsere Ausfahrt, aber es staut sich hier total. Wollen die alle ins Fock, dann kriege ich einen Anfall. Aber ich denke mal, wir sind auch ein bisschen im Feierabendverkehr. Wir haben 14:45 Uhr. Ja. 14:45 Uhr kann eigentlich kein Feierabendverkehr sein. Oh Gott, wollen die alle ins Fock? Ich bin gespannt. Von jeder Seite kommen sie jetzt aber auch. Ich meine, manche fahren auch rechts ab Richtung Heiligenrot, also Industriegebiet. Aber die meisten kommen von da und fahren Richtung Montabaur.
gucken. Die andere Seite ist komplett frei, also von Montabaur zurück. Aber die Seite hin, ja. Siehst du, die fahren auch schon dahin zum Abfahren, Schatz. Da müssen wir jetzt gleich auch rein. Noch fahren wir aber nicht. Noch ist da so ein hübscher Strich. Der will raus, wir wollen rein. Ja, jetzt blockiert der Idiot alles. Ganz geil. Sehr interessant hier. Also filmen tue ich das jetzt aber nicht wegen Datenschutz und so. Aber vor uns ist einer, der gerade alles blockiert und wir jetzt irgendwie versuchen weiterzufahren. Naja. Ein bisschen kriegt man das ja dann auch hin. Alter Schwede. Hier ist echt was los. Jetzt mal ernsthaft. Da will man einmal weg. Einmal was unternehmen. Einmal was gucken. Was ist? Man steht stundenlang im Stau. Und das in der Stadt, in der kleinen Stadt, in der kleinen Stadt. Wir stehen hier im Stau. Es ist unbelievable. Einfach nur unglaublich. Ja. Wie gut, dass ich mit meiner Mama per WhatsApp in Kontakt stehe. Die stehen nämlich auch im Stau. Ein bisschen weiter vor uns. Also ein bisschen viel weiter vor uns. Wir werden jetzt durch die Stadt weitergeleitet. Ich bin mal gespannt, wie das hier wird. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, ob wir irgendwo einen Parkplatz kriegen. Vielleicht in irgendeinem Parkhaus. Ansonsten müssen wir gucken, ob wir vielleicht auf dem Kirmesplatz parken können. Aber dann werden wir genauso durch die Stadt geleitet. Nee, guck an. Der eine ist auf jeden Fall schon besetzt. Wir müssen, aber ja, aber da ist ICE. Aber nicht Fock. Fock ist besetzt. Kennt ihr das? Wenn man einmal was vorhat, sich auf was freut und dann passiert sowas. Wir müssen ja auch an Black Friday wegfahren, ne? Ich habe eben noch gesagt, ich glaube, ich habe keine Lust. Wir fahren einfach einkaufen und fahren dann wieder nach Hause. Ja, toll, jetzt sind wir hier. Dann sagt man, jetzt können wir da oben wieder weg. Dann sage ich, ja toll, jetzt sind wir aber hier. Weil da hinten hoch, die kommen, stehen jetzt alle schön im Stau. Die fahren, können fahren. Kein Problem. Ich werde bekloppt hier. Ich hatte auch die Idee gehabt, wir fahren mal da hoch. Hä? Hier ist echt witzig. Der hat schon keinen Bock mehr. Der fährt wieder. Kann ich verstehen. Ich muss auch sehr an mich halten. Das hier ist Konfrontation galore. Hätte mir das einer vor einem Jahr gesagt, dass ich hier das mal mitmachen sollte, hätte ich einen Vogel gezeigt. Jetzt stehe ich mitten im Stau. Im Stau. Mindestens nicht mehr auf der Autobahn. Jetzt bin ich schon im Montabaur. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich hinkomme. Aber mein Mann nicht. Du fährst einfach raus. Toll. Nein, ich habe die rausgelassen. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Tief durchatmen. Keep calm and stay in Stau. Wir sind jetzt am Fock, aber wir werden jetzt in die Stadt fahren, um da einen anständigen Parkplatz zu kriegen, weil hier kommt man nicht mehr raus. Wir stehen jetzt hier vorm Haribo Outlet, sehen die Leute und stehen wieder im Stau. Und wisst ihr, was ganz schlimm ist? Wenn man so unterwegs ist, dann sucht man wirklich ganz dringend eine Toilette. Vor allem ich. Das ist bei mir immer so typisch. Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt hoffentlich langsam weiter. Langsam. Ja. Dann gehen wir gleich zu Fuß hier hin. Fertig. So, also wir haben es geschafft. Sind jetzt auf einem Parkplatz und gehen jetzt eben zu Fuß ins Fock. Es wird jetzt ein kleiner Fußmarsch werden. Aber es ist besser, als da hinten im Stau zu stehen und nicht wissen, ob man irgendwann wieder da rauskommt. Also, ja. Wir gehen dann mal. So, wir sind jetzt da. Und gehen jetzt mal ein bisschen gucken, wo meine Familie ist. Schauen wir mal. Das ist das Ding einfach. Hä? Ja, aber früh auch schon.
Ich will jetzt erstmal gucken, wo Family ist. Meine Tochter hat sich bei Pommes Freunde Essen geholt. Der Burger ist schon leer. Ich hab Hunger. Jetzt gibt's Pommes. Ah, sind die doch lecker. Pommes. Matze ist Waffeln holen. Meine Mama ist bei Esprit. Mein Dad bei Petrol Industries. Ja, und jetzt stehen wir hier und singen. Da steht ein schöner Baum. Ein Wünschebaum, glaube ich. Da würde ich gleich auch nochmal vorbeigucken. Vielleicht kann ich ja jemanden einen Wunsch erfüllen. Mal gucken. Wir stehen jetzt hier. Sind am Essen und am Warten. Und dann, denke ich mal, werden wir nachher wieder nach Hause fahren. Wir haben nämlich noch einzukaufen. Und dann sehen wir mal weiter. Ja. So, also für mich gibt es jetzt eine Waffel mit Zimt und Zucker. Und ja, die werde ich jetzt essen. Der ist doch schön, oder? So, wir sind jetzt wieder zu Hause, wie ihr sehen könnt. Also, ich weiß nicht, so ein Black Friday im Factory Outlet Center ist für mich... ich weiß nicht, wir sind zwei verschiedene Welten. Ich glaube, wir passen nicht zusammen. Wir waren dann jetzt auch noch einkaufen, da konnte ich aber nicht mehr filmen. Draußen ist es jetzt mittlerweile zu dunkel. Im Hintergrund seht ihr meinen bescheidenen kleinen, also unseren kleinen Weihnachtsbaum. Und ein bisschen geschmückt haben wir ja auch schon. Jetzt starten wir ganz ruhig in den ersten Advent. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen wunderschönen ersten Advent. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und genießt die Adventszeit. Ich denke mal, wir werden bestimmt noch voneinander sehen und hören. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.